Du hast einen 3D-Drucker mit einer Fluid-Web-Oberfläche und möchtest diese vor unbefugten Zugriffen schützen? Dann lohnt es sich dran zu bleiben, denn in diesem Video zeige ich, wie man die Web-Oberfläche mit Nutzernamen und Passwort absichern kann und was dabei zu beachten ist. Auf der Fluid-Web-Oberfläche können wir sehen, dass ich nicht eingeloggt bin. Stattdessen wird Trusted User angezeigt, weil standardmäßig alle Zugriffe aus dem gleichen Netzwerk erlaubt sind. Daher legen wir zunächst in den Einstellungen unter dem Punkt Authentifizierung einen neuen Benutzer mit Nutzername und Passwort an. Der neue Benutzer wird nun in der Liste angezeigt. Wir stellen allerdings fest, dass wir noch immer ohne Anmeldung Zugriff auf die Web-Oberfläche haben. Daher müssen wir nun die Konfigurationsdatei moonraker.conf öffnen und darin das lokale Netzwerk aus den vertrauten Zugriffsquellen entfernen. Unter dem Punkt Trusted Clients sind hier sämtliche private IP-Adressbereiche aufgelistet, welchen vertraut wird. Wichtig ist hier, dass wir den Eintrag 127.0.0.0-8 in der Liste behalten sollten. Das ist der interne Loopback-Adapter, welcher von außen nicht zugreifbar ist und ihm kann daher vertraut werden. Zum Beispiel im Falle der Eligo Neptune 4-Reihe sollte diesem sogar ohne Passwort vertraut werden. Ansonsten hat der Touchscreen des Druckers nämlich keinen Zugriff mehr auf den Drucker. Nach Anpassung der Datei klicken wir auf Speichern und Neustarten, um die Änderungen zu übernehmen. Und wir wissen, dass es geklappt hat, wenn wir uns nun einloggen müssen. Insgesamt ist es also leicht, in Fluid eine Authentifizierung einzuführen, um unbefugte Zugriffe zu verhindern. Da ich auf diesem Kanal viele Eligo Neptune 4 Videos mache, hier noch ein kleiner Hinweis. Wenn beim Neptune 4 eine Kamera eingerichtet ist, dann ist diese leider trotzdem noch ohne Authentifizierung abrufbar, wenn an der IP-Adresse /webcam angehängt wird. Aber zumindest ist das Webinterface von Manipulationen geschützt. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst gerne ein Abo da und schaut euch auch meine anderen Tutorials an.